Hallo mit O, euer Capella am Start. In der heutigen Folge wird es wieder kein Game geben. Aber keine Sorge, es wird sehr bald wieder ein Pre- oder Review zu Games geben. Wir werden uns heute mit der Frage beschäftigen, wer ist Capella eigentlich, also Icke hier? Und was erwartet euch auf diesem Kanal? All das jetzt in diesem Video. Durch meine neue Gestaltung der Videos und der immer noch anhaltenden Änderung meines Kanals macht die heutige Frage vielleicht umso wichtiger. Vor allem für Leute, die mich kennenlernen wollen oder eben auch wissen wollen, was bringt mir dieser Kanal eigentlich? Und damit kommen wir schon zur allerersten Frage. Wer bin ich eigentlich persönlich? Ja, ich bin der Christian Dames. Ich komme ursprünglich aus Berlin, wie du verstehen kannst. Und ich lebe aufgrund meiner Lebensgeschichte in Hannover und bin stolze 36 Jahre alt. Und wer sich fragt, warum Berlinerst du eigentlich nicht immer? Das liegt wohl daran, dass Hochdeutsch einfach, ja, alle anspricht. Und Dialekte neigen dazu, viele Menschen abzuschrecken oder eine falsche Meinung über jemanden zu regenerieren. Ich habe mir mit der Zeit eher angewöhnt, meinen Dialekt zu unterdrücken, was auch nicht schlimm ist. Aber zurück zum Thema. Ich habe 2 Ausbildungen abgeschlossen, Maler, Lackierer und Altenpflegefachkraft, und habe eine verdammt lange Zeit als Altenpfleger gearbeitet. Ich könnte hier noch viel mehr erzählen, aber das würde den Rahmen des eigentlichen Videos hier sprengen. Wer mehr über mich erfahren will und das vor allem auch an den Schattenseiten meines Lebens, den kann ich 2 Videos hier herzlichst empfehlen, wo ich auch wirklich ungeschönt auf viele Themen zu sprechen komme. Ich verlinke euch sie auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Eine auch sehr interessante Frage, wie ich finde, wäre: Wie ist denn dein Name, also Capella, eigentlich entstanden? Dieser Name entstand tatsächlich aus einem Computergame und vermutlich kommt da auch niemand drauf, außer er hat das Spiel selber gespielt und der Handlung aufmerksam gefolgt. Es handelt sich um Homeworld. Es ist meines Erachtens der erste Teil. In dieser Geschichte trifft man auf eine sogenannte Elite-Gruppe namens Black Wolfs Elite Capella, kurz gesagt BWEK. Mir hat Capella sehr gut gefallen und dadurch habe ich schlussendlich verkürzt Black Capella gemacht. Und ja, mit den Jahren hat sich mein Name dann verkürzt auf Capella. Habt ihr Homeworld jemals gespielt? Sau schweres Strategiespiel, by the way. Und nun kommen wir vermutlich zu der wichtigsten Frage in diesem Format. Was erwartet mich denn auf diesem Kanal? Ich versuche diese Frage so genau wie möglich zu beantworten. Dies könnte sich aber noch als schwer erweisen, da ich selbst mich noch in der Findungsphase befinde. Aber wie wohl viele mitbekommen haben, ist die Qualität der letzten Videos, natürlich ausgenommen sind die Uncuts der Let's Plays von mir, enorm angestiegen. Und vor allem der Pre- und Review-Bereich zum Thema Computergames hat mir extrem gut gefallen. Selbst die Themen wie Cloud Gaming mithilfe von Boostroid haben mir extrem viel Spaß gemacht. Und genau diesen Format wird es auch jede Woche einmal, immer freitags, 14 Uhr aufwärts, auf diesem Kanal geben. Wie viele vermutlich aufgefallen ist, gibt es Montag und Donnerstag Let's Plays. Dies wird auch erst einmal so fortgesetzt. Und auch diese besagten Videos werden auch uncut bleiben. Aber generell bin ich mir sehr unsicher, ob ich dieses Format der Let's Plays weiter betreiben soll. Denn machen wir uns nichts vor, es gibt unzählige Let's Plays auf YouTube und dort aus der Masse zu stechen, erscheint mir als ziemlich aufwendig. Vor allem, da es dort echt viele gute Menschen gibt, die es besser machen als ich. Da liegt mein Fokus doch eher in den oder Reviews. Zurzeit arbeite ich an einer Neuauflage meiner Pre- oder Reviews, denn ich möchte so objektiv wie nur möglich Spiele bewerten und genau da liegt derzeit meine Arbeit darin. Was lässt sich eigentlich bewerten, ohne dass andere Games, die beispielsweise keine AAA-Titelgrafik haben, als schlecht dastehen? Was ist messbar und ist objektiv betrachtbar? Das ist gar nicht so einfach, wie man es vermutlich denkt. Ich hoffe, dass ich damit bis zum nächsten Freitag fertig bin, um es euch präsentieren zu können. Kommen wir mal zu Projektgedanken, die in der Zukunft liegen. Ich möchte ganz klar betonen, dass ich mit der Community, also ihr, etwas aufbauen und erarbeiten möchte. Ihr habt Fragen? Ich schaue mir das Thema an und gebe meine objektive Meinung wie nur möglich dazu ab. Ihr habt verrückte Fragen zum Thema Gaming und alles, was dazugehört. Hardware, Software, Services. Ich versuche sie zu beantworten. Ich kann nur jeden dazu herzlichst einladen, mitzumachen.
Und da wären wir dann genau bei den Gedanken, den ich für die Zukunft also hätte. Dass ich also vielleicht auf die Let's Plays verzichte, aber dafür aber zweimal die Woche hochwertigen Content zu Games, Hardware, Software oder Services euch liefere. Was haltet ihr von den angesprochenen Vorschlägen? Sollten Let's Plays weiter fortgesetzt werden oder gefallen euch die Pre- oder Reviews viel mehr? All das ist ganz gern in den Kommentaren gesehen. Und wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, kann ich euch das Was ist eigentlich Cloud Gaming Video herzlichst empfehlen. Abonnieren könnt ihr ebenfalls über diesen Button hier. Und dann bleibt mir auch nicht mehr viel zu sagen als bleibt gesund und munter, euer Capella. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be.